Servus, der Helmut hier aus dem wunderschönen tropischen Thailand hier und ich freue mich, dass du bei dem Video mit dabei bist. Wobei der Titel von dem Video mir jetzt noch nicht ganz klar ist, weil ich so ein bisschen Geschmack von einem Clickbait-Titel irgendwie hat momentan. Es geht darum, der voraussichtlich geplante Titel ist, wie dicken Thai-Frauen oder Thai-Frauen besser verstehen, was eigentlich jeder Pattaya-Urlauber wissen sollte, bevor er hierher kommt. Aber prinzipiell geht es nicht nur um Thai-Frauen, sondern es ist generell um Frauen zu verstehen, beziehungsweise um eine Frau zu verstehen, muss man auch ein bisschen so sich selber verstehen können. Also generell geht es ja auch um Menschen zu verstehen, aber ganz speziell eigentlich um Frauen. Am Ende von dem Video wirst du wirklich wissen, wie Frauen ticken und warum sich Frauen so verhalten, wie sie sich eben verhalten. Und das jetzt dann nicht so irgendwie in so einem pauschal abgehandelt, sondern dass man jetzt dann sagt, so pauschal kenne ich alle, sondern wirklich, es geht darum, dass du wirklich individuell verstehst, warum einzelne Frauen so sind und warum, was die Hintergründe sind, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und zwar, der Hintergrund zu dem Video ist eigentlich folgender. Bei meinem vorletzten Video, das war das Video, sind Thai-Männer anders. Seitdem stehe ich mit zwei Zusehern so ein bisschen im E-Mail-Austausch. Und der Wolfgang, kann man ja sagen, ist ja egal. Mit dem Wolfgang bin ich so ein bisschen im E-Mail-Austausch auch, der sagt oder der mich ein bisschen herausfordert, dass er zum Beispiel aus dem letzten Video meine Aussagen versteht. Aber ich habe im letzten Video auch das Buch Lob des Sexismus gelobt, sozusagen, oder lobend erwähnt. Und er hat sich dieses Buch auch gekauft, aber kann mit dem Buch, sagt er zum Beispiel, nichts anfangen. Stimmt aber mit dem, was ich jetzt dann in dem vorletzten Video da gesagt habe über Frauen, mit mir sehr überein, aber findet, es steht in dem Buch nicht drinnen. Und deswegen ist so die Grundlage von diesem Video auch das Buch. Und nicht das Buch, sondern die Essenzen eigentlich, was mir aus diesem Buch geholfen hat, weil ich es lobend erwähnt habe, es hat mir extrem geholfen. Nicht nur so im Umgang mit Frauen, sondern es hat mir wirklich Einsichten gegeben, die jahrelang, 20, 30 Jahre lang zurückliegen, warum manche Situationen so waren, wie sie waren und die mir eigentlich keiner erklärt hat. Und darum geht es in dem Video wirklich um nicht um irgendeine theoretischen Sachen, die jetzt aus einem Buch sein, sondern wirklich praktische Sachen um die Praxis. Nicht um irgendeine Theorie, es geht um die Praxis, was man in der Praxis anwenden kann, um ja dadurch, dass man sich oder Frauen besser versteht, kann man auch besser umgehen mit Frauen und ein besseres Verhältnis zu ihnen entwickeln. Das ist so die Grundlage von dem Video. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, damit das wirklich auch wirklich super strukturiert ist, ein extrem wertvolles Video. Und zwar der erste Punkt, da geht es um die Instinkte, ums Unbewusstsein und um unsere Triebe. Jeder Mensch hat zwei geistige Seiten und wenn immer wir in Kommunikation sind, dann wird eine Seite von denen mehr beansprucht, die aber eigentlich zum Teil so manchmal ein bisschen im Widerspruch stehen. Das erste ist eben unsere Instinkte, unser Unterbewusstsein oder Unbewusstsein und unsere Triebe. Und die zweite Ebene, das ist unser Verstand, die Logik, die Ebene der freien Entscheidung, die Normen, die Werte und so weiter. Und du kennst dich oder sicherlich irgendwo in deinem Leben warst du irgendwann einmal komplett hoffnungslos verliebt, so richtig, wo du so richtig wo man so verliebt ist und wo sich den ganzen Tag alles nur irgendwie um diese große eine Liebe dreht, die sozusagen, die eigentlich einem erscheint wie die Antwort auf den Sinn des Lebens. Also ich bin mir sicher, jeder kennt irgendwo in seiner Vergangenheit, in seiner Jugendzeit, aber auch vielleicht im späteren Alter irgendwo so eine Situation. Und natürlich hat man ja Gründe, warum man so verliebt ist. Das sind, keine Ahnung, ihre tief sinnlichen, tiefblauen Augen oder die erotisch in den Bann ziehende Stimme von ihr oder diese blonden Haare und mit ihrer Figur gekoppelt, wie auch immer. Man hat da irgendwie solche Gründe, aber es sind
auf keinen Fall irgendwie logische Gründe. Es sind keine Gründe, warum man verliebt ist, die irgendwie einer mathematischen Formel ähneln, sondern der Grund, warum wir so hoffnungslos verliebt sind oder zum Teil sind, kommt aus unserem Unbewusstsein, aus unseren Trieben und Instinkten heraus und hat im Prinzip mit der Logik überhaupt rein gar nichts zu tun. Und manchmal fängt das auch schon im Jugendalter irgendwo an. Ich kann mich noch erinnern, da war noch Wetten, dass mit dem Frank Elsner und da hat er eine Sängerin vorgestellt, wo er gesagt hat, die hat jetzt 8 Jahre Pause gemacht, so als ob die auf der Fallen Out gelegen wäre. War aber nicht so. Und die hat ein Lied gesungen, das hieß I Can't Stand the Rain und die Sängerin war Tina Turner. Die hat die angesagt, ich weiß noch, die hat das so irgendwie gesungen, ich glaube in so Waben, da stand die da drin auf der Bühne, da halt ZDF, ORF, diese Gemeinschaftsproduktion. Und wo ich das Lied gehört habe und da die Frau da am Singen gesehen habe, boah, ich weiß nicht, die war 12, 14 Jahre oder so wahrscheinlich. Und du hast dieses Gefühl der Verliebtheit als Jugendlicher und denkst, boah, Wahnsinn, diese Frau und so weiter und so fort. Und dabei ist es mir ja nicht darum gegangen, ob die Frau jetzt dann reich ist oder sonst irgendwie etwas. Du siehst irgendwie so ein Spirit von jemandem, du siehst eine Attitüde von jemandem, eine Art und Weise und du bist einfach hin und weg fasziniert und denkst, boah, obwohl die war ja damals, keine Ahnung, ich glaube, die war damals so alt, wie ich ungefähr heute bin. Und ich war, keine Ahnung, 12 oder vielleicht 14. Und da sehe ich das und meine Schwester, die hat ja die Bravo immer gekauft. Dann habe ich gleich das nächste Mal in der Bravo nachgeguckt und da stand das auch alles so drin, irgendwie Werdegang und bla und blä und hin und her. Und ich dachte mal, Wahnsinnsfrau, eine Wahnsinnsfrau. Und eigentlich habe ich ja gar nichts gekannt von der. Also das war ja nicht irgendeine logische Entscheidung, sondern das ist einfach etwas, das aus deinen Instinkten, die man selber gar nicht, die eben im Unbewusstsein sind, eben uns nicht bewusst sind. Und so passiert das halt eigentlich. Und ich war da eben, wie gesagt, keine Ausnahme, das weiß ich ja von Schulkollegen. Also jetzt nicht jeder hat die, gab es auch meine, die haben die Madonna toll gefunden, wie immer. Und das Ganze liegt auch daran, dass jeder ein instinktives Bedürfnis eben nach Anerkennung, Wertschätzung, Geborgenheit, Bindung hat, ja nach Liebe, und nach Sex. Jeder Mensch hat diese Bedürfnisse und das sind unbewusste, instinktive Bedürfnisse. Und eine Verführung zwischen Mann oder die Verführungskunst zwischen Mann und Frau oder die Anziehung zwischen Mann und Frau, die beruht eigentlich auf dem spielerischen Umgehen oder Interagieren mit diesen Bedürfnissen oder mit diesen Instinkten und Trieben. Wenn du auf einer analogischen Ebene kommunizierst mit deiner Frau, also diesen Datenaustausch machst, wie das Mann so unter Flirten versteht, das ist ja manchmal. Ich habe mir in letzter Zeit so einige Videos angeguckt über Flirten und da ist mir echt wirklich die Grausbirne aufgestiegen, wie das Mann machen, ist einfach ein Datenaustausch. Wie heißt du, wo wohnst du, wo kommst du her, was arbeitest du, wo arbeitest du, hast du Geschwister und so weiter. Da kann, egal ob das jetzt zwischen Mann oder Frau ist, da entsteht doch nie eine Emotion, da entsteht kein Gefühl, da entsteht ja nichts, dass man jetzt irgendwie eine Anziehung zu dem anderen Menschen verspürt. Das ist einfach Datenaustausch und mehr ist das nicht. Und das weckt halt keine Gefühle. Und wenn du eine Frau verführen willst, dann musst du halt irgendwie Gefühle wecken. Denn Frauen sind viel, die reagieren und agieren, nachdem wie sie sich fühlen eigentlich, viel mehr als Männer. Das ist das, wo ich jetzt dann vielleicht beim letzten Video vorletzten Video angekreidet habe, gesagt habe, Männer stehen viel mehr zu ihrem Wort, während Frauen nicht. Die Frau reagiert so, wie sie sich jetzt anfühlt. Ich finde es eigentlich ja persönlich gut, weil ich jetzt weiß, wie man damit umgeht. Ich habe gesagt, damals da bin ich ja gar nicht klargekommen damit, weil eben eine Frau rein aus dem Bauch, aus dem Gefühl entscheidet. Heute weiß ich schon, wie das ist, dass die so sind und dann kannst du damit einfach ja ganz anders umgehen, weil eine Frau eben so reagiert, wie sie sich fühlt. Eine Frau lässt ein Date platzen, weil die sagt, ja, ich fühle mich jetzt nicht mehr so. Ne? Du kommst da schon gar nicht zu einem Date, eben wenn du sie fragst, woher du kommst und mit diesen Datenaustausch, da sagt die Frau auch vielleicht zu, sag aber danach ab, weil du die gedrängt hast darauf,
aber danach sagt die, ja, ich fühle mich eigentlich nicht, mich mit diesen Menschen zu unterhalten, weil ich fühle keine Wertschätzung, ich fühle keine Anerkennung, ich fühle keine Zugehörigkeit, ich fühle auch keine irgendwie körperliche, erotische Spannung oder sonst irgendetwas. Und dann sagt die Frau, ja, interessiert mich nicht, dass ich da jetzt ja gesagt habe, ich gehe da nicht hin, weil ich habe keine Lust darauf. Und eigentlich, mittlerweile finde ich das gut, dass das eigentlich so ist. Also Frauen, die sind viel, viel gefühlsbetonter. Während ein Typ sagt, ja, zugesagt zum Date oder zu einer Verabredung, klar, da gehe ich hin, egal wie ich mich jetzt fühle. Das hat damit zu tun, dass eben Mann und Frau einfach anders ist. Und die Frauen sind mehr in der Gefühlswelt. Und deswegen, wenn du mit Frauen kommunizierst, geht es eben darum, wirklich ihre unbewussten Instinkte, ihre Gefühlswelt irgendwo anzusprechen. Du hast eben die Entscheidung zu sagen, ich spreche die Logik an, Datenaustausch, oder wie spreche ich ihre Gefühlswelt an. Und du wirst merken, mit Frauen kannst du echt, die sind, ich meine das nicht in irgendeiner Art und Weise negativ oder sonst irgendetwas, aber viel verspielter. Mir persönlich gefällt es, weil ich auch gern ein Emotionalist bin und kein Logist. Ein Emotionalist, ich weiß nicht, was das Gegenteil ist. Kein Logist. Deshalb ist ja auch diese Aussage, dass Frauen nur auf Geld stehen, so falsch, dass sie falscher eben nicht mehr sein kann. Denn Geld weckt ja jetzt dann keine Emotion in jemanden irgendwo. Nicht keine. Es weckt vielleicht eine. Aber ja, Geld stimuliert nicht die Emotion. Sagen wir es einmal so. Wir haben also, so wie ich das im vorletzten Video gesagt habe, ja, es ist ja das instinktive Unbewusste von uns, das ist ja noch immer bedroht vom Tiger, von Hungerstod, Nottod oder wie auch immer. Und Geld, das weiß heute eigentlich so, oder das ist ja eigentlich so umgemünzt für uns, dass Geld sichert eigentlich damit, dass wir nicht verhungern, dass wir unsere Rechnung bezahlen können und so weiter und so fort. Das sichert das Geld, aber es regt nicht die Emotionen. Es regt die Emotion der Sicherheit an, dass man sagt, okay, es ist zumindest der Sicherheit gegeben, aber es regt uns kein Hochgefühl an. Und das ist auch bei den Leuten so. Ich glaube auch, ich sage echt immer nur jeder, Frauen stehen nur auf Geld, das sagen, glaube ich, echt nur Leute, die noch nie Kohle gehabt haben, weil dann wüssten die, wenn du Kohle hast, da rennen da die Frauen auch nicht hinten nach, außer die ganz extrem Goldgräberinnen oder so. Aber ansonsten, eine normale Frau rennt da deswegen trotzdem nicht irgendwo hinten nach. Als ich in Zypern gearbeitet habe, da hatte ich auch einmal so eine sehr interessante Unterhaltung mit unserem Manager. Der war ein Engländer. Und der war, ich glaube, mit 21 Jahren war der irgendwie, keine Ahnung, der jüngste, bestverdienendste Manager Englands oder so irgendwie. Da hat er, glaube ich, 3 Millionen Pfund verdient im Jahr. Da war er irgendwie groß in der, keine Ahnung, Times oder wo, auf der Titelseite und bla bla bla. Und mit dem war ich mal saufen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und da habe ich mit dem mich halt so unterhalten. Und da hat er etwas ganz Wichtiges gesagt. Der hat mal über das gesprochen und über seinen Vater. Und sein Vater kam eben damals dann an, weil er auf der Titelseite war und richtig gut verdient hat. Und der hat halt da so seine Probleme mit dem Vater. Der Vater hat so gesagt, und bist jetzt glücklich? Und er so, ja klar. Und hat eben damals gesagt, er hat den Vater angelogen. Weil er war vorher auch schon glücklich, bevor er so viel Kohle verdient hat. Es hat ihn um keinen Deut glücklicher gemacht. Und das ist jetzt dann eh schon 20 Jahre her fast. Da war etwas, das mich damals sehr beeindruckt hat, gesagt, mit Geld kannst du echt nur eines, du kannst dir Probleme vom Hals schaffen, Probleme beseitigen, aber es macht dich um keinen Deut glücklicher. Es macht dich ja glücklicher unter anderem, wenn du jetzt dann keine Sorgen hast, wie die Miete und wie der Essen bezahlst. Also in dem Fall, du kannst dir diese Probleme beseitigen, aber Glück selber, Glück kaufen, kannst du dir für Geld nicht. Und wenn du jetzt mit einer Frau zu tun hast, die nicht am Hungertuch nagt, in Thailand, hier in Pattaya, ist ja das bei einigen so, die wissen nicht, wie die Familie versorgen. Da ist es vielleicht ja, aber im Normalfall, wenn jemand normal situiert ist, wächst du keine Gefühle in demjenigen. Es sei denn eben, wie gesagt, jemand, der echt am Hungertuch nagt und nicht weiß, wie er die Miete bezahlen soll, da weckt das Geld die Emotion der Sicherheit, die der nicht hat. Aber wenn jemand normal lebt, dann wächst er wahrscheinlich, der die Emotion der Sicherheit sowieso schon hat, dann wächst du damit keine Emotionen mehr. Dann der nächste Punkt, den finde ich ja besonders lustig, jetzt dann ganz im Ernst, weil ich ja, wie gesagt, so einige Videos über Flirten gesehen habe und war wirklich
Es ist mir sozusagen die Grausbirne, mir als Laien eigentlich aufgestiegen, wie viele professionelle Flirttrainer das es gibt, die echt keinen Plan haben eigentlich. Ich habe da so dieses Infield heißt das, so wenn die Leute so auf der Straße filmen, wenn ihr Proband dann da Frauen anbaggert. Und wenn du generell einfach jetzt, um mal das zu verstehen, wenn du eine Frau ansprichst, wenn du eine Frau ansprichst, du willst eine Freundin haben, was auch immer, und du sprichst deine Frau an, das heißt, du übernimmst die Führung. Und ich habe ja schon gerade früher gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer sind mehr, ne? Also das heißt nicht, dass Frauen nicht führen können, aber Männer sind mehr die Führung. Und Frauen wollen im Schnitt mehr geführt werden, weil das biologisch ist. Alles andere ist Bullshit, der da vom Feminismus eingeredet worden ist. Das ist unser, im Unbewusstsein, ich rede eben von unseren Trieben, ist es so, dass eine Frau sich lieber an einen Mann anlehnt, als selber die Führung zu übernehmen. Fertig. Das ist bei den meisten Frauen so angelegt und auch bei den meisten Männern. Aber die meisten Männer sind so kastriert, dass die das eben nicht mehr können. Und wenn du jetzt auf eine Frau hingehst, dann übernimmst du eigentlich auch die Führung. Und wenn du dann eine Frau fragst, wie sie heißt, wenn du sagst, wie ist dein Name, dann ist das jetzt zum Beispiel eine Frage. Aber eigentlich ist es keine Frage. Es ist schon eine Frage, aber jede Frage ist ja auch eine Aufforderung. Und diese Frage fordert sie auf, eigentlich ihren Namen zu sagen. Das heißt eigentlich, ich bin der Führer und fordere dich auf, deinen Namen zu sagen. Das ist etwas, da kann man sagen, passt, an den kann ich mich anlehnen. Der sagt mal, wo es hingeht. So jetzt ganz grob gesagt. Und was ich so oft, eben im Footage auch oft erlebt habe, die sprechen erstens keine Gefühle an, sondern machen den Datenaustausch. Und dann, wenn du eine Frau fragst zum Beispiel, was sollen wir denn machen? Dann ist das auch eine Frage, aber was für eine Aufforderung ist diese Frage? Wenn du eine Frau fragst, was möchtest du denn? Dann ist die Aufforderung zu sagen, ich bin eigentlich kein Führer, ich bin ein Mitläufer und ich hätte gern, dass du die Führerin wärst und sagst, was wir machen sollen. Prinzipiell sagst du aber auch noch eines, wenn du die Frau angesprochen hast, sagst du, eigentlich möchte ich mit dir intim werden, aber bitte erledig du alles. Erledig, bring du mich bitte ins Bett. Ich selber kann dich nicht ins Bett bringen, bitte bring du mich ins Bett. Das ist die Aufforderung hinter der Frage, wenn jemand sagt, was möchtest du tun oder ja, was willst du? Und das muss man zuerst einmal eigentlich verstehen. Oder wenn die Leute, die das so machen, dann würden die verstehen, warum die Frauen dann wirklich total abgeturnt sind. Weil die Frau ist eigentlich da, denkt sich zuerst einmal, wenn jetzt jemand auf sie zukommt und der sie anspricht, ist die ja mal hoch erfreut und denkt sich, super, ist ein Typ. Irgendwie, ich freue mich, da ist jemand, ich kann mich anhalten. Und auf einmal dreht er den Spieß um und sagt, was möchtest du denn? Sag du, was wir tun sollen. Und dann steht die Frau da und der Mann gibt ihr eigentlich die Männerrolle und die Frau fängt gerade an, sich feminin und fraulich zu fühlen und denkt sich, ah, wie schön, dass ich einmal Frau sein darf. Und da kommt der Typ her und sagt, hier ist die Maskulinität, nimm sie. Und ich bin feminin, sag du mir, bring du mich ins Bett. Und deswegen funktioniert das danach nicht. Und das ist eben dieses Führungsverhalten, dass man eigentlich sich bewusst sein muss. Deswegen muss man wissen, was will man denn, wenn man zu einer Frau hingeht. Ich habe auch bei so Videos sehr oft gesehen, ich dachte mal, die Typen wissen gar nicht, was die gehen da hin und wollen die Nummer von ihr. Ich dachte mal, was willst du die Nummer von ihr? Warum gehst du auf eine Frau zu, weil du die Nummer willst? Und die Frauen blocken dann ab und die denken, ja, ist ja normal. Wenn ich Frau wäre, würde man denken, was will denn der Typ von meiner Nummer? Will der Sex mit meiner Nummer haben? Oder was will der eigentlich? Warum will denn der Typ meine Nummer haben? Keine Intention, dass der sagt, hey, super, du gefällst mir, wie du ausschaust. Ich würde dich nach der Nacht, die wir gemeinsam verbracht haben, gerne beim Frühstück auch noch anschauen. Irgend so etwas, dann weiß die Frau ja wenigstens, worum es geht. Aber mit der Nummer, also so wie die da rüberkommen, denke ich mir oft, da weiß die Frau überhaupt gar nicht, worum es eigentlich geht. Und deswegen ist es wichtig, wie im Verkauf eigentlich. Im Verkauf lernst du auch, bevor du in ein Verkaufsgespräch gehst, brauchst du das Ziel des Verkaufsgespräches. Und das mit jeder Interaktion, du musst ja, wenn du auf eine Frau auf der Straße zugehst, musst du dein Ziel, wenn dein Ziel die Nummer ist,
aber du selber gar nicht weißt, was willst du eigentlich jetzt mit der Nummer. Das Ziel ist ja, dass du irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Kontakt hast. Und das ist am besten, das zu kommunizieren. Und dann bist du eben auch schon nicht mehr in der Logik, weil dann fragst du nicht, wie viele Geschwister hast du und wo arbeitest du? Und dann sagst du, hey, was bist denn du für eine Tolle? Erzähl mal irgendwie. Du siehst für mich so toll aus, du hast so einen tollen Vibe. Irgendwie, das finde ich irgendwie cool. Deswegen spreche ich dich an und das möchte ich jetzt dann eben herausfinden und bla bla bla. Und natürlich, vielleicht spricht man nicht auf der Straße, dann man kann ja die Nummer holen, wenn man sagt, ja, ich will die Nummer eben deswegen, weil ich dich kennenlernen möchte, damit ich dich eben am Abend anrufe, weil ich sehe jetzt, dann bist eilig oder ich hab's eilig. Ansonsten könnten wir jetzt dann gleich irgendwo hingehen, aber aus dem Grund will ich jetzt dann die Nummer haben, damit die Bescheid weiß. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich bin gerade von einem Anruf unterbrochen worden, aber ich glaube, ich war jetzt dann eh mit dem Punkt über die Führung fertig. Was ich aber, glaube ich, noch nicht gesagt habe, ist oder wichtig für mich, das zu betonen, es geht nicht ums Ego irgendwie, oder das Ego bei der Führung zu füttern. Nein, ich bin der Führer, der Leader, die Frau darf nicht führen. Wenn, ist eh super. Und wenn eine Frau so auch irgendwo die Führung gerne in manchen Bereichen übernimmt, ist auch super. Also es geht nicht ums Ego zu füttern. Nein, ich muss jetzt dann sagen und bestimmen, was gemacht wird unbedingt. Das meine ich damit nicht, aber das versteht jeder, der seine Logik mit dazu einschaltet. Und der letzte Punkt, der ist für mich ein extrem wichtiger Punkt. Vielleicht deswegen das Wichtigste immer zum Schluss. Ne? Das kriegen nur die Leute dann mit, den Hausmeister-Schmäh sozusagen, die dann ab bis zum Schluss schauen, das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste im Umgang mit Frauen ist für mich die Unterteilung. Und das habe ich vorher noch nie so gesehen, aber das ist auch gut so überhaupt generell bei Menschen. Die Unterteilung in Menschen, die ein hohes Selbstwertgefühl haben, und ein niedriges Selbstwertgefühl. Also hat die Frau ein hohes Selbstwertgefühl, hat sie ein niedriges Selbstwertgefühl. Und hat sie ein hohes Verlangen zu Körperlichkeiten und körperlicher Liebe oder hat sie eher ein niedriges Verlangen nach Körperlichkeiten und körperlicher Liebe. Und diese vier, wie sagt man da, Ingredienzien, die sind extrem wichtig. Am besten für die meisten Männer, als zum Beispiel für mich, wäre natürlich eine Frau mit einem hohen Selbstwertgefühl und mit einem hohen Bedürfnis nach Körperlichkeiten. Das ist für mich eigentlich so der Traum. Eine Frau mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, die gibt es ja auch. Das ist ja nicht jetzt dann zum Verurteilen, dass man sagt, ah, oh, nichts wie weg von so etwas, das ist ja ganz normal. Aber was dabei ganz wichtig ist eben, ich glaube selber, jeder Mensch kann sich nur selber helfen. Wenn man jetzt dann sieht jemanden, oh, der hat ein niedriges Selbstwertgefühl, ah, ich werde demjenigen das Selbstwertgefühl aufbauen, das geht nicht. Das kann nur jeder für sich selber machen. Aber wichtig ist eben zu erkennen, zumindest im Umgang. Heute sehe ich wirklich so, okay, die Frau hat ein niedrigeres Selbstwertgefühl. Menschen mit niedrigerem Selbstwertgefühl, die agieren ja anders als Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl. Einer mit hohem Selbstwert, der denkt weniger drüber nach, was ein anderer oder andere, als Frau jetzt, was eine andere Frau über sie denkt. Das ist ihrer mehr oder weniger egal. Die lebt nach ihren eigenen Prinzipien und nicht nach den Prinzipien, wie es die Society, die Norm oder sonst dann irgendwer will. Eine Frau mit niedrigem Selbstwertgefühl, die denkt sich immer drüber nach, bin ich gut genug, schaue ich gut genug aus, oh, sind die Haare, oh, meine Haare sind nicht gut genug, oh, alle anderen haben Tätowierungen, ich brauche Haartätowierung, jetzt dann ist rote Fingernägel in, ich brauche rote Fingernägel, morgen sind grüne in, dann brauche ich grüne Fingernägel und so weiter. Und das für mich jetzt dann, weil ich glaube mittlerweile ein ganz gutes Selbstwertgefühl zu haben, aber selbst mit niedrigem Selbstwertgefühl würde man das, oder gingen mir auch so Sachen in der Vergangenheit auf den Nerven, wenn ich gemerkt habe, die Frau dreht sich wie die Fahne im Wind und muss bei jedem Trend mit dabei sein. Das ist für mich dann einfach nervig und das ist halt eben die Unterscheidung, dass du vorher eben weißt oder vorher schon eben abcheckst. Ist das jemand, der eigene Meinung hat mit hohem Selbstwertgefühl, der sich denkt, so und so will ich sein, oder ist das jemand, der sich immer denkt, oh, wie. Also mit niedrigem Selbstwertgefühl, da sind die Leute im Schnitt jetzt an, gibt vielleicht Ausnahmen, aber vom Trend her, wo ist gerade der Trend,
wie soll ich sein? Aha, okay, heute tätowieren wir uns, heute spritzen wir uns die Lippen auf, tätowieren uns Augenbrauen und so weiter und so fort. Und das ist halt für mich eine schwierige Angelegenheit, mit sowas umzugehen. Ich habe es ja im vorletzten Video erwähnt, auch diese Drama-Königinnen, das sind im Prinzip Frauen mit niedrigem Selbstwertgefühl, weil die brauchen Aufmerksamkeit und das sind Frauen, die machen dir sehr viel Drama. Eine Frau mit hohem Selbstwertgefühl, die braucht die Aufmerksamkeit nicht. Die ist befriedigt sozusagen von der Aufmerksamkeit, deswegen macht die auch kein Drama. Während die andere dir sehr oft ein Drama liefert. Das heißt, niedriges Selbstwertgefühl. Die Sache ist die, wenn die mit niedrigem Selbstwertgefühl ein Drama liefert, aber ein hohes Bedürfnis nach Körperlichkeiten hat, ist das auch wieder gut. Das kennt man vom Versöhnungs... Der Körper, die körperliche Liebe nach der Versöhnung, dass die ziemlich gut ist. Wenn du aber Frau hast mit niedrigem Selbstwertgefühl und einem niedrigen Bedürfnis nach Körperlichkeiten, dann ist übel, weil die macht da Drama. Da gibt es aber danach eben nicht den Versöhnungsdingsbums. Und ich lache dabei, das ist auch was in dem Buch, der sagt das für mich eigentlich relativ brutal, der sagt da wirklich, nimm die Beine in die Hand und renn davon vor so einer Frau, weil die ist einfach für eine Beziehung nicht zu gebrauchen. Und in meinen Augen, so hart es klingt, stimmt das auch irgendwo. Auch die andere, generell Frau mit niedrigem Selbstwertgefühl, ist schwer, eine Beziehung zu führen, weil die sich halt nicht nach dir richtet, die richtet sich nicht, eine Frau mit hohem Selbstwertgefühl, die richtet sich nach dir selber und nach dir. Und eine mit niedrigem Selbstwertgefühl, die richtet sich nach allen anderen zuerst. Bevor, dann richtet sie sich noch nach dir und ganz zum Schluss nach ihr. Und das ist halt irgendwo ein Manko. Und ich glaube, dass da halt nie wirklich, deswegen sage ich ja so, das hat mir auch Einsichten gegeben, rückblickend, warum gewisse Sachen dann einfach auch nicht funktionieren können. Deswegen, das ist eigentlich für mich überhaupt der wichtigste Punkt, dass man sagt, oder dass man wirklich aus dem Blickwinkel sich denkt, wie hoch ist das Selbstwertgefühl von dieser Person, wie verhält die sich, und das hat ja auch damit zu tun, ein bisschen damit zu tun, wie dieser Mensch oder diese Frau dann zu ihrem Wort steht, jetzt abgesehen von den Gefühlen jetzt, nicht das, was ich vorher erzählt habe, dass eine Frau auf ihren Gefühlen reagiert, dass ich auch gut finde, also das finde ich, wo ich gesagt habe, damals habe ich mir gedacht, man müsste denen das Wahlrecht wieder aberkennen, vor 20 Jahren, weil ich halt Frauen überhaupt nicht verstanden habe. Wenn ich das Buch vor 20, 30 Jahren gelesen hätte, das wäre Gold wert gewesen. Aber ich hätte mich selber damals auch nicht geheilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, man sollte ja immer mehr an sich arbeiten, nicht an der Frau. Deswegen sage ich ja, wenn man merkt, die hat niedriges Selbstwertgefühl, ja nicht. Also das ist das Schlimmste, glaube ich, dass man machen kann. Jemanden sich denken, ah, ich werd die schon ändern. Das ist das Gleiche mit der Frau, die sich denkt, ich werde ihn schon ändern. Das sind die Beziehungen, die Leute bleiben auch zusammen, weil die ihre Negativität brauchen, aber die meisten Menschen haben ja auch nicht eine Beziehung in Liebe und Harmonie. Deswegen heute ein Video, eigentlich speziell für dich, Wolfgang, aber ich hoffe, es ist auch für einige andere interessant. Wie gesagt, bin ja mit der Linus, ist der zweite, mit dem ich im Austausch bin, um die Namen zu nennen. Aber ich nehme an, das ist auch generell interessant. Ich weiß nicht, ob es jeder verstehen kann. Es ist aber ein extrem wichtiges und wertvolles Video, das umzusetzen. Und auch wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn du das unter diesen Aspekten betrachtest, dann verstehst du das. Wenn du jemanden siehst und weißt, der hat ein niedriges Selbstwertgefühl, dann weißt du auch, warum dieser Mensch sich so und so verhält. Weil die gar nicht anders können irgendwie. Und damit ist auch wieder in meinen Augen für mich leichter, dass man eben nicht verurteilt und die Menschen auch so annimmt, wie sie sind. Dass man sagt, ja, weil ich ja selber in gewissen Situationen anders reagiert habe, als ich es heute machen würde. Das ist ja der normale Lernprozess, bis man dann eben irgendwann zu dem Punkt kommt, wo es so schmerzvoll ist, dass man sagt, ich will es jetzt ändern. Und bevor der Punkt nicht kommt, macht man es nicht. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, teile das Video auch gerne und ansonsten sage ich Servus, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.